So, willkommen zurück zu Terra, genau. Wir haben ja den Lanze angefangen und machen direkt weiter. So. Ich weiß gar nicht, wir hatten die Quest, glaube nicht gemacht, ne? Nur gelevelt. Dann schauen wir mal. Genau. Wie habe ich mich geheilt? Gar nicht, ja gut. Muss erst mal wieder gucken. Hab ein bisschen länger nicht mehr gespielt. Ah, okay. Ja gut, das muss auch blocken. Ah, geht. Ich weiß mal gar nicht zu hören, sehr gut. Nein, das ist so. Wir müssen erstmal in die Stadt ein paar Schriftrollen kaufen zum Heilen. Sonst wird das hier nicht. Zurück an die Arbeit. Die Kleider, das ist auch neu. Ich musste gerade eben patchen und muss auch feststellen, dass es viele neue Sachen gibt. Voll toll. Beispiel der Anprobenmodus. Was ist das? Also nice. Viele tolle Kostüme. Jawohl. Ein tolles Schild.
Oha. Und da ist mal eins. Ja. Das mal Krankenschwester. Ja gut. Leid. So, was ist das? Okay. Ja, die Hörner sind zu groß, würde ich sagen. Das kennt man nur in die Schleife. Ein Teddybär. Natürlich, natürlich. Na gut. Coole Sache auf jeden Fall. So, machen wir mal weiter. Kann man halt mit dem Auto hier rumfahren, warum noch nicht? Eine schöne Stadt hier, ne? Der Kern ist der Antrieb. Schlummern nicht allzu viel. Und da sind wir blablabla. So, ich würde sagen, erstmal skillen und dann bis zum nächsten Level ab. Es klappt jetzt schon ganz gut.
Mein Gruppenmitglied hat mich verlassen. Alle verlassen mich. So. Wir werden jetzt mal ein bisschen weitermachen. Ne? Was mir aufgefallen ist, diese Seitenquest hier. Die braucht mittlerweile nur 15 und vor dem Patch war das so, dass man 30 Monster killen musste, um die Quest abzugeben. Aber das haben die jetzt zum Positiven geändert. Das finde ich cool. Jetzt muss ich nicht mehr allzu lange hier drin stehen. Oh. Oh ja, jawohl, jetzt kommen die Relikte. Ich würde sagen, die werde ich auch offscreen formen, weil das ist eine sehr, sehr lange Angelegenheit. Die Relikte sind halt dazu da, um starke Waffen halt zu bekommen. Für ein bisschen Aufwand. Die Truppen halt ziemlich selten. Und dafür bekommt man halt eine ziemlich starke Waffe, wo man eigentlich fast nur noch am Krippen ist und ja, ist halt eine starke Waffe. Für Level 20. Und ich schätze mal, das ist irgendwie so gemacht hier, dass man bis Level 20 ungefähr die Sachen da zusammentroppt. Das ist ziemlich random. Kann auch sein, dass nach Level 20 immer noch nicht alles zusammen hat. Aber, naja. Ich hatte jetzt bis jetzt eigentlich immer Glück, dass ich soweit die Waffe zusammen bekommen habe. Bis man die anlegen konnte. Und da wären wir bei Level 17. Ist das nicht wundertoll prächtig und so. So. Machen wir mal die Waffe. Zack. Ja. So, genau. Das ist das. Das. Dies wär's. Man sollte sich natürlich auch die Rüstungsteile kaputt machen und das Zeug da aufheben für die Level 20er Waffe, die wir hier zusammentrocknen. Weil die kann man ja noch hochblößen, ne? Auf plus 9, dann wird man noch stärker. So, probieren wir noch schnell die neue Waffe aus. Geht. So. Das war's dann erstmal für diese Folge. Ich
Ich hoffe, ich konnte ein bisschen weiterhelfen oder ein paar Sachen zeigen, die weiterhelfen könnten. Dann danke ich mal fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.